Flachlandseen in Frankreich erfreuen sich größter Beliebtheit. Viele besuchen die Seen. Die meisten kennen das Ganze mit dem Boot. Wir sind an einem Flachlandsee in Frankreich. Lediglich Wurfangeln ist hier erlaubt. Allgemein ist es halt auch echt schwierig, gerade an den wirklich flachen Seen hier. Ich meine, Flachlandsee ist nicht gleich Flachlandsee. Wir haben Flachlandseen, die sind 4 Meter tief. Wir haben Flachlandseen, die sind wie hier 1,20 Meter bis 1,50 Meter tief. Dann die Sonne, die brütende Hitze, das schlägt den Fischen natürlich auf den Magen und macht das auch schwer, hier einen Fisch ans Band zu kriegen. Ich werde jetzt die Rigs eher in Richtung kleine Köder bauen, werde auch wieder auf Tigernüsse setzen, einzelne Nuss oder auch eine aufgepoppte Nuss, nicht zu krasse Köder. Meine Theorie ist, dass ein Fisch eher einen Köder aufnimmt, der der natürlichen Nahrung entspricht oder der nicht zu boom in your face ist. Und da ist für mich eigentlich immer die Tigernuss erste Wahl und die hat mir auch schon das ein oder andere Mal ja den Hintern gerettet mit einem Lucky Punch oder eben dann einem Einzelfisch, der dann mal in der Session kam. Ist für mich immer so die erste Wahl, wenn ich mich nochmal abheben will. Andere nehmen Poppies, bei mir ist es meistens die Tigernuss. Ich hatte ja heute Morgen in aller Frühe Futter auf dem Spot nachgelegt und es ist hier auch Weißfisch-Action. Wir haben Wasservögel, die auch immer mal wieder am Spot sind. Ich werde jetzt kein Futter mehr nachlegen, auch nicht heute Abend. Wenn jetzt natürlich heute Nacht, keine Ahnung, 3 oder 4 Fische kommen, werde ich mit Sicherheit nochmal die ein oder andere Rakete drauflegen, damit eben morgen früh auch nochmal Futter am Spot ist. Aber so wie das jetzt im Moment ist, so verhalten und auch die Hitze, es wird heute Nacht mit Sicherheit nicht zu krass abkühlen, lasse ich das jetzt erstmal so, wie es ist. Es liegt Futter am Platz, mit großer Sicherheit von allem ein bisschen was. Und wenn die Fische kommen, dann finden sie was und werden dann auch mit Sicherheit zwischen dem, was übrig ist, anfangen zu suchen. Ich nutze die ruhigen Mittagsstunden, um euch mal einen Rig zu zeigen, wie ich das an den Flachlandseen häufig angel. Das ist einfach zu binden und hakt fast immer. Das ist ein 30er Vorfachmaterial, semi-stiff ummantelt. Die vordere Ummantelung zum Haar hin habe ich abgenommen, sprich das Haar ist schön weich. Hier in dem Fall 24er Bodenköder mit einem 15er Poppy. Ich würde eher einen 18er nehmen, hatte ich aber nicht parat und funktioniert auch mit einem 15er. Das ist knotenlos hier an dem 2er White Gape Haken gebunden. Über dem Knoten ist ein Kicker, der dafür sorgt, dass das Öhr des Hakens noch mal ein bisschen verlängert wird und der Haken besser eindreht. Der hintere Teil des Vorfachs bleibt ummantelt. Dann setze ich entweder so in der Hälfte oder im vorderen Drittel des Vorfachs noch mal ein Knetblei an, das den Haken dann so ein bisschen runterzieht, wenn der Fisch das aufnimmt. Ein 8er Schlaufenknoten am Ende. Je nachdem, wie lang man es gerne hat, kann man in der Länge variieren. Einfach zu binden und hakt fast immer ohne Probleme.